Last-Minute-Entscheidung im Hauptstadtderby. Die Partie zwischen den Herren des TC 1899 Blau-Weiß und dem TuS Lichterfelde hat alles, was ein Derby braucht. Inklusive Entscheidung im Shootout, welches Tusli letztendlich mit 4:3 für sich entscheiden kann. Gerade in so einem Derby, wenn es ein bisschen körperlicher wird, ist das halt immer besonders erstmal aufgeladen. Und da geht es halt einfach darum, den Jungs, dass sie trotzdem da ihren Job erfüllen, was sie größtenteils auch gut gemacht haben. Haben sich auch über so eine Durststrecke immer mal wieder hinweggeholfen gegenseitig. Aber dass es am Ende einfach, nicht gereicht hat, ist super ärgerlich. Aber nochmal von vorne. Das Duell der Stadtrivalen ist von Minute 1 an spannungsgeladen. Immer wieder ergeben sich Chancen für beide Teams, doch weder Blau-Weiß in den weißen Trikots noch Tusli können ihre Ecken nutzen. 60 Minuten lang spielen beide Mannschaften auf absoluter Augenhöhe und liefern sich ein mitreißendes Derby. Das Einzige, was fehlt, sind die Tore. Kein Sieger also nach der regulären Spielzeit. Das bedeutet seit dieser Saison Entscheidung im Shootout. Viele hier, gerade gegen Blau-Weiß, waren die letzten Jahre auch immer eng und hitzig. Und wir kennen uns natürlich auch aus den Vorbereitungsspielen. Und die ein oder anderen kennen sich auch irgendwie aus der Uni. Und da will man natürlich dann nochmal besonders zeigen, dass man hier zumindest einen Extrapunkt mitnehmen will. Gleich im ersten Versuch der Gastgeber scheitert Marc Kopper an Lasse Kortenkamp, der extra für das Shootout eingewechselt wird. Vorteil Tusli, und die erlauben sich keinen einzigen Fehlversuch. Ob Lou Cornish, Niklas Breuker oder Paul Wienert, jeder Ball landet im Tor. Mit seinem Treffer zum 3:4 bringt Moritz Lusthüter die Vorentscheidung für die Gäste. Nun liegt es an Justus Seger, doch auch der kommt nicht an Kortenkamp vorbei. Tusli damit Sieger im Shootout und einen weiteren Punkt gibt's auch noch dazu. Das Team von Maximilian Linker kann sich also trotz starker Leistung nicht mit einem Sieg belohnen. Vom Spielerischen her bis zum Abpfiff, bevor es dann ins Shootout ging, glaube ich, also bin ich schon sehr zufrieden, bis auf halt die Baustellen, dass wir halt uns vorne für unsere Chancen, die uns erarbeiten, da einfach nicht belohnen. Das zeigt sich halt am Ende, weil wenn wir da jetzt in der Chancenverwertung besser gewesen wären, dann wäre es, glaube ich, auch nicht zum Shootout gekommen. Dafür geht's gleich nächstes Wochenende mit einem Doppelspieltag weiter. Mit dem Münchner SC und TuS Obermenzing bekommen es die Berliner gleich mit zwei Mannschaften zu tun, die man nicht unterschätzen sollte. Was in ihnen steckt, hat das Team bereits im Derby gezeigt. Der erste Schritt ist also schon gemacht.